So, go, 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 go. Ab in den sechsten Teil. Drei Teile fehlen noch. 6, 7, 1 und 7, 2. Kann automatisch gespeichert werden, das ist gut. Überprüft Daten, ja, sollten wir nichts haben. Komm, Philo. Aber ich kann nicht mein Bein wieder hochmachen. Oh, das ist doch noch was. Doch schon was, aber es war nicht ich. 27.12.2012. Hier alles drauf. Ja, löschen. Löschen abgeschlossen. Okay. Neues Abenteuer, jawohl. So. Der dunkle Lord weiß, dass ich ihm diene, Bellatrix. Dann schwöre es. Leg den unbrechbaren Schwur ab. Wirst du Severus Snape über Draco wachen, schwörst du, die Tat selbst auszuführen, die der dunkle Lord anbefohlen hat, wenn Draco zu scheitern droht? Das werde ich. Fragen über Fragen, Verbrechen über Verbrechen. Der Fuchsbau. Hey Harry! Hi Ginny. Harry, du bist es, der neue Quidditch-Kapitän von Gryffindor. Ich wusste, du wirst es. Du bist aber den ganzen Sommer nicht geflogen. Höchste Zeit für ein Training, Kapitän. Du kannst meinen Besen nehmen. Danke. Okay. Mal so irgendwie umkehren. Ich will das andersrum lenken. Fliege durch die Sterne. Ja, aber ich möchte. Aber ich möchte das andersrum lenken, bitte. Mach mal ein bisschen leiser. So. Option. Dann machen wir es mal so. Hä? Nee, immer noch nicht. Ja, komisch. Weiter so. Ach so. So vielleicht? Ah, so. Besser. Besser. So doch oben, oben und unten und unten und unten. So muss das sein. Das ist Spitze, Harry. Dankeschön. Ich gebe auch mein Bestes. Huch! Ja, wir sind ja auch Harry Potter, Mann. Der Beste in allem. In allem! Verlier ihn nicht aus den Augen! Nein, nein! Wie die hier so ein Quidditch-Feld nachgebaut haben, voll gut. Aua, oh, Knie zerfetzt, ey. Voll mit dem Knie gegen die untere Seite des Rings gekommen. Holzbandriss wäre ja gar nichts dagegen. Ah, Kopf zertremmert. Dann kriegen wir ihn denn mal hier? Oder muss ich irgendwas machen? Nee, ne? Einfach nur durch die Ringe fliegen, hat sie gesagt. Ja, ja. Bock! Ja, ja. Oh, scheiße. Ja, aber wenn wir jetzt mal einen verpasst haben oder was? Komm, übertreib nicht. Wir kommen immer näher. Jetzt haben wir ihn gleich. Yay! Yeah. Wie Anfängerglück. Da war ja wohl super fortgeschritten. Glaubst ja wohl. Fantastisch. Slytherin hat keine Chance.
Hermine und Ron warten auf dich. Geh doch hin. Komm. Okay. Ron und Hermine müssen hier irgendwo sein. Bis später. Müssen hier irgendwo sein, direkt vor unserer Nase. Wir können immer noch keine Steuerung bewegen. Keine Kamera bewegen, ist ja ätzend, ey. Dann bewegen wir wieder nur in den Zauberstab und kämpfen dann wahrscheinlich wieder gleiches Kampfsystem wie gerade in dem Teil, in dem fünften Teil. Aber unsere Protego-Taktik geht halt auf. Wann bist du angekommen? Vor einer halben Stunde. Hat Ron dir nichts erzählt? Wollte ich ja, aber du hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen. Wäre das hier schon erledigt, hätte ich gar nichts sagen müssen. Mom will, dass wir die Kessel wegschaffen, die Fred und George in der Garage gelassen haben. Ich helf dir. Der stinkt viel mehr als die anderen. Ja. Gut gemacht. Und wohin jetzt damit? Oh nein, das viele Rumgeschiebe scheint alles wieder aufgewirbelt zu haben. Schnell, in den Teich damit. Du kannst sie da nicht einfach reinwerfen. Das ist jedenfalls sicherer, als sie zu waschen. Wer weiß, was Fred und George damit alles gemischt haben. Ja, genau. Denk doch nur einmal an die Fische. An die Fische. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Fisch einen Liebestrank verschluckt. Du etwa? Vielleicht verliebt er sich ja in dich. Hermine, blub, blub. Ich liebe dich, blub. Oh ja, Ronald, wie erwachsen du doch bist. Los, Harry, lass uns die Kessel versenken, bevor Mom noch was mitkriegt. Also gleiche Steuerung erstmal wie... Hä? Was? Ah, okay. Quatsch. Das war klasse. Ich wünschte, wir könnten das nach jeder Zaubertankstunde gleiche, tun. Gleiche Steuerung vom Zaubern her super. Und auch die gleichen Zauberer in der gleichen in der Richtung wie im fünften Teil. Aber ey, wir können mit R1 und L1 die Ziele zum Glück wechseln. Das haben sie natürlich besser gemacht. Weg mit den... Spitze. Mom hätte uns alle Kessel einzeln spülen lassen. Da hätten wir noch Weihnachten dran gesessen. Wenn du dir die Zeit nehmen würdest, ein paar Putzzauber zu lernen, dann... Wer will schon seine Zeit mit Putzen verbringen? Das hier war doch viel lustiger. Vor allem, weil die echt eh zaubern können mit dem Putzen. Was für Zeitverschwendung. Du sagst hier Hex, Hex, Putz, Putz, Putz und machst in der Zeit was anderes. Was treibt Draco denn da? Keine Ahnung. Aber da geht's wohl nach Morgan und Perks. Draco ist ein Todesser. Sieht aus wie ein Initiationsritus. Warum sollte du weißt schon, wer diesen Idioten zum Todesser machen? Was hätte Malfoy sonst bei Borgen und Burks verloren? Das muss ich rausfinden. Und wenn ich meinen Tarnumhang benutze, wird er nie was davon erfahren, oder? Schon mal vor. Ich habe noch was zu erledigen. Petrificus Totalus! Na, wieder mal rumgeschnüffelt, Potter? Out. Ich wusste, ich habe jemand raufklettern sehen. Tja. Gute Fahrt zurück nach London, Potter! Was machst du denn da unten? Luna! Was hast du unten auf dem Boden gemacht? Ich wollte wissen, was Malfoy vorhat. Ich bin mir sicher, dass er ein Todesser ist. Ich habe meinen Tarnumhang getragen.
Aber er muss mich gesehen haben, als ich auf die Gepäckablage geklettert bin. Vielleicht hat er deine Ruxboots gesehen. Meine was? Ruxboots. Hat er eine Gespensterbrille getragen? Mit der kann man Ruxboots nämlich sehen. So habe ich dich ja auch gefunden. Dein Kopf ist voll davon. Ja. Lass uns zum Schloss gehen. Im Film hießen die aber auch anders. Wahrscheinlich sowieso schon Ärger, weil wir zu spät sind. Okay. Obwohl ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass wir im Dunkeln über irgendwas stolpern könnten. Vielleicht sollten wir Lumos verwenden. Gute Idee. Was ist das? Abzeichen. Wie aufregend. Ein Geheimnis. Dabei sind wir gerade erst angekommen. Gib es auf. Okay. Das ist schön. 150. Uiuiui. Komm, lass uns suchen. Noch eins. Na gut. Oh, gut gemacht. Von 150. Ah ja. Das ist schön. Beispiel du kannst Paket. Eine Sammlung mit ihnen anlegen. Ein Wasserspeier. In die Wappen sind im leuchtenden Objekten verborgen. Ah ja. Also in allen Objekten. So ziemlich. Fast. Ach so, nee, das sind Mini-Wappen hier. Okay. Aber Moment, da können wir eigentlich auch mal zurücklaufen, ne? Weil es hier auch überall Mini-Wappen gab. Warte, Luna. Wir müssen hier noch was einsammeln. Ja, ich wusste ja nicht, dass das gerade schon ging. Jetzt, wo ich das aber weiß, kann ich das nicht ignorieren. Geht nicht. Warum kommen nur so wenige raus? Sind die jetzt automatisch eingesammelt oder muss man da auch hinrennen? Fragen über Fragen. Zauberliste, das ist schon mal gut. Abzeichen. Okay. Option speichern und verlassen. Also wir können jedes Mal speichern, wann und wo wir wollen. Das ist gut. Es speichert automatisch. Und jedes Mal, wenn wir das Spiel verlassen, also aufhören, speichert er auch nochmal. Das ist auch gut zu wissen. Luna, du hast ja wohl gewartet, ne? Ja, da hinten. So wie es aussieht. Ja, danke schön fürs Warten. Aber wir mussten uns die Mini-Wappen nochmal mitnehmen. Suchst du nach schlipprigen Summlingern? Da wirst du wohl kein Glück haben. Um diese Jahreszeit machen sie sich immer rar. Wingardium Leviosa! Oh, wir wollten darin versenken. Naja. Ich meine, ja, wir spielen das Spiel ja natürlich auch wieder nicht zu 100% mit den Wappen und alles Mögliche, aber wie immer, ne, das, was wir während des Spiels mitnehmen können und so offensichtlich ist zum Einsammeln, das werden wir auch tun. Wie wir es halt sonst auch immer handhaben in den Spielen. Okay, man muss die Mini-Wappen aber nicht nochmal extra einsammeln, so wie es aussieht. Was Dumbledore dieses Jahr wohl in seiner Rede sagen wird? Dass alle lustig sein sollen, gut drauf sein sollen, denn Voldemort ist zurück und es wird endlich nicht mehr langweilig, weil wir jetzt einen dunklen Magier haben, den wir besiegen müssen. Halt, das, was man so erwartet. Huch. Wie ihr alle wisst, versuchen die dunklen Mächte jeden Tag aufs Neue in dieses Schloss einzudringen.
Aus diesem Grunde habe ich zugestimmt, den Duellierclub dieses Jahr wieder zu eröffnen. Außerdem heiße ich Horace Slughorn, der sich bereit erklärt hat, seinen alten Posten als Lehrer für Zaubertränke wieder einzunehmen. Wie ein Superstar. Der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Professor Snape. Nein! Wie kann Dumbledore das dulden nach allem, was er getan hat? Wie kann er nur? Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tor nicht gut bin. Neues Gebiet freigeschaltet, ja. Unheil angerichtet. Also ein Vorteil hat das Ganze. Der Posten für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist verhext, so dass wir Snape am Ende des Schuljahres bestimmt los sind. Ich jedenfalls drück die Daumen. Ich hätte Sie eigentlich im Zaubertrankunterricht erwartet, Potter. Ich dachte, Sie hätten den Ehrgeiz, ein Auror zu werden. Ja, aber mir wurde gesagt, dass ich dafür ein Ohnegleichen in der Zackprüfung brauche. Das brauchten Sie, als Professor Snape das Fach noch unterrichtete. Professor Slughorn allerdings ist vollauf zufrieden, wenn seine Utz-Schüler Erwartungen übertroffen als Zacknote haben. Spitze! Dann mache ich mich gleich auf den Weg. Aber ich habe gar keine Lust auf Zaubertränke. Ich bin nämlich total schlecht in Zaubertränke. Ich habe keine Ahnung, wie wir dorthin kommen sollen, wo die Auroren doch das halbe Schloss gesperrt haben. Ich frag mal den fast kopflosen Nick. Schließlich kommt er überall hin und kennt vielleicht ein paar Abkürzungen. Löwe, brauchst du Select, um den fast kopflosen Nick heraufzubeschwören? Auch was. Harry? Ach du Schreck! Und wie geht's uns im neuen Schuljahr? Fit und gesund, um wieder den Quidditch-Pokal für Gryffindor zu gewinnen? Ja, aber im Moment müsste ich eigentlich zu Zaubertränke. Wissen Sie, wie ich die Sicherheitsvorkehrungen umgehen kann? Aber natürlich. Folge mir einfach. Ich helfe doch gern. Okay, aber warte ganz kurz. Jetzt haben wir Snape nicht mehr in Zaubertränke. Wie dieser Slughorn wohl sein wird? Ich möchte das Wappen da oben irgendwie, aber naja, okay. Ja, sieht aber genauso aus wie im fünften Teil, ne, hier alles. Natürlich schöner, aber vom Aufbau her. Ja, ja. Sieht alles ein bisschen schöner aus als im fünften Teil. Aber vom Aufbau her ist es das gleiche. Boah, da ist noch was. Ja, her damit. Ja, wir werden mit Sicherheit nicht alle 150 einsammeln. Wir werden es auch nicht versuchen. Also versuchen in dem Sinne, ne, dass wenn wir alle kriegen können im Laufe des normalen Spielverlaufs, dann schon, aber ansonsten halt nicht. Ja. Was kommt man denn da dran überhaupt? Ist egal, wir folgen jetzt erstmal Sir Nicholas. Und also jetzt haben wir diesmal keine Fußspuren. Sondern halte R2 gedrückt und bewege eher, um die Kamera zu schwer. Ach was. Na gut, mehr. Hä? Ja, es geht mehr oder weniger gut. Ach nein, jetzt verstehe ich. Ach so, okay. Ah, das ist gut zu wissen. Okay. Wofür verdient? Wappensammler 2. Nice. Also Level 2, schätze ich mal. Oh, jetzt weiß ich, wie man die Kamera bewegen kann, das ist gut. Hopp. So, Komisch, dass wir nicht gegenseitig unsere Identität überprüfen müssen, wie es das Ministerium sonst vorschreibt. Der treibt Mom noch in den Wahnsinn damit. Jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, prüft er haargenau, ob sie wirklich Mom ist. Oh Mann, ey. Ja gut, ist aber eigentlich nicht verkehrt, ne? So, der Innenhof. Ja, hier sieht auch alles genauso aus wie im fünften Teil. Ah, und L2, um schneller zu laufen. Au, erheblich schneller. Ja, sieh mal einen an. Ich hoffe nur, der Nicholas kommt auch so schnell mit. Er kommt da, wunderbar. Ich bin mir sicher, dass... Sind das dort Ja, habe ich auch gesehen. Andere Seite auch, oder was? Nee, schade.
Boah, waren das viele. Wo lang? Da lang. Also ist jetzt, was ich gerade sagen wollte, nicht die Fußspuren unser Kompass, sondern es ist ja nicht, das ist jetzt unser Kompass oder was. Kompass, Kompass. Da wären wir, Harry. Danke, Nick. Wir Gryffindors müssen schließlich zusammenhalten. Ruf mich einfach an, wenn du Hilfe brauchst, ob Wegbeschreibungen, Ratschläge oder sonstige Informationen. Ich okay, nice. Ich dir gerne weiter. Das ist gut. So ein Tipps- und Tricks-Kumpel zu haben hier. Nick abbekommen? Hey, ist doch voll cool. Sich sauber den Kopf abschlagen Mann, der ist trotzdem immerhin gut. Hat er uns hierher geführt, oder? Ja, echt. Beschwer dich mal nicht. Große Treppe ab, das steht sogar alles beschrieben, ey. Aber kann man noch nichts machen hier, oder was? Nee. Naja, denn. Ja, war doch nicht meine Schuld. Boah, der sprintet da aber auch ab hier. So, Zaubertränke. Harry, mein Junge, ich fing schon an, mir Sorgen zu machen. Die Verspätung tut mir leid, Sir. Und leider haben Mom und ich auch keine Bücher. Kein Problem. Sie können sich alles von dort drüben nehmen. Grips Schärfe.